mal endlich sitzen in der Pause, unseren Bäckermeister. Na? Du bist Bäckermeister in wie vieler Generation? Ich bin Bäckermeister in siebter Generation. Das heißt, seit 1700, was weiß ich? Vor der Quetschte 74 ist ja. Mein Urgroßvater Kaspar Schraut hier eingeheiratet. Aha. Davor war es wahrscheinlich schon Bäckerei, aber das ist nicht dokumentiert. Also ist das eine historische Bäckerei. Familienbetrieb also in siebter Generation, Respekt. Vielen Generationen, ja. Jawohl. Und ich habe so viel gehört von dir, weil die gesagt haben, du bist jetzt immer bei den Bäckern, du musst einmal unbedingt nach Städte. Dann habe ich gesagt, also unbedingt, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. So schön. Aha. Ach, was ist, und wer bist du? Die Janina. Die Janina. Und du bist Bäckerlehrling? Ja. Im wievielten Lehrjahr? Ja. Und macht Spaß? Ja. Ehrlich? Ja. Du weißt ja, dass du eine Seltenheit bist. Es gibt nämlich fast kein Bäckerlehrling mehr. Das ist Steinhofer. Und das macht dann den Geschmack beim Gebäck aus. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und das ist Tuffstein ringsherum aus der Eifel. Die machen die Steinplatten selber. Die malen den Tuffstein. Aha. Und dann kommt so Steinmatte und. Also eine Seltenheit, dein Ofen, ne? Keine Seltenheit, aber die machen vielleicht 10 Öfen im Jahr. 10 Stück im Jahr. Also das ist die Stradivari der Bäckeröfen. Von solchen Öfen. Wäre ich mal geschickt, weil es wegen dunkler wäre das immer. Ja. Aber der Vorteil bei dem Ofen ist, dass es dunkler wäre das, ja. Weil es nicht bitter ist. Und in der Kruste ist der Quark. Das macht jetzt ein Hörnchenteich. Hörnchenteich. Mehl, Hefe, ja. Wasser. Ja. Salz. Ja. Und ein ganz einfaches Malz. Ein einfaches Malz. Das ist ein Malz ohne Emulgatoren. Ja. Einfach nur ganz normales Gerste und Weizenmalz. Und das war's. Mehr kommt in den Hörnchenteig nicht rein. Wenn der Grundteig dann fertig ist. Ja. Und warum schmeckt der so gut und warum ist der so locker? Die Lockerheit kommt dadurch, dass du den immer wieder gehen lässt, Zeit lässt, dann hat die Hefezeit, sich zu vermehren. Also sind wir wieder beim Ruhen. Ruhen. Du bist die ruhende Bäckerei. Ja, du willst jetzt rüberkommen, dass ich die schlafende Bäckerei finde. Nee, die schlafende Seite nicht, das haben wir ja jetzt bewiesen. Nein. Aber bei euch ruht einfach... Der Geschmack kommt von der Kruste und der kommt von dem Ofen. Ja. Dass du gescheite Hitze hast, eine gescheite Speicherkapazität im Ofen, die Feuchtigkeit drin hast. Und wie gesagt, der Teich, die hat bis morgen Zeit. Also Leute, ja. Das wären eure Hörnchen für morgen. Und weil der Teich einen ganzen Tag ruhen darf, deswegen schmecken die so genial. Wie viel Liter Wasser ich rein tue oder wie viel Mehl ich rein tue. Nee. Das ist mal heute einen halben Liter mehr, eine Handvoll Mehl mehr. Und warum? Das ist immer, weil Teich ist was Lebendiges. Ja. Und so wie du nicht jeden Tag gut drauf bist, ist also das Mehl nicht immer gut drauf. Nein, es nimmt mal mehr Wasser auf, wenn es trockener ist, wenn die Temperatur feuchter ist. Die Luftfeuchtigkeit, ist. Temperatur macht genau, halt viel aus. Ne? Und schon musst du mit dem Teich arbeiten. Du kannst nicht in einem Schema F durchschaffen. Also geht nichts Industrie deshalb mit. Deshalb ist teichmäßig immer das Wichtigste. Dass man macht, der Chef macht einen Teich und der Chef macht einen Ofen. Das
macht die Hörnli dreimal, viermal. Vier, fünfmal. Vier, fünfmal, immer frisch. Immer frisch. Also den Teig mache ich am Tag vorher. Ja. Und dann das Aufmachen dann halt zuerst um zwei, dann um drei, dann hinten liegt jetzt schon drei wieder auf der Garb. Ja. Und dann kommt das nach und nach. Und am Fünfer und am Sechser machst du nochmal welche? Fünfer, Sechser, die letzte dann so um neun gemacht werden. Dass sie immer warm sind. Und das sind jetzt die absoluten Highlight-Hörnchen vom Schraut aus Stetten. Da bist du ja ganz stolz drauf, ne? Ja, warum nicht? Sind ja legendär bis nach Würzburg bekannt. Die Würzburger haben ja Glück, dass das sogar in der Rotkreuzstraße gibt. Da werden wir auch mal vorbeischauen. Ja, der Bäuer hat eine Schwester, ein Lädle da oben. Ja, die Hörnli ist nichts Besonderes. Ja, die sind nur seit 50, 60 Jahren unverändert. Das ist das einzige Geheimnis von der Hörnli. Ja. Und wie ich gesehen habe, bist du eine Ruhebäckerei. Weil die haben die Teige alle Zeit. Alles ruht, alles ist zugedeckt, alles hat Zeit. Zeit ist Geschmack. Einmalig. Das heißt aber, Zeit ist Geld. Bei mir heißt es umgekehrt, Zeit ist Geschmack. Und Geschmack ist ein sogenanntes Wasserschutzmehl. Ja. Und zwar haben sich da einige Bauern und Bäcker zusammengetan, ja, die kein Biomehl, aber ein Mehl oder ein Getreide hernehmen, was viel weniger gedüngt ist, ein Drittel weniger, ja, gedüngt ist wie das normale. Wegen Grundwasser. Wegen, ja, Grundwasser. Wir haben hier in Franken ja sehr, sehr porösen Boden. Ja. Und wenn zu viel gedüngt wird, wäscht sich der Kunstdünger einfach ab. Ja. Und gibt, ja, es gefährliche, ja, Nitrit. Genau. Oder Nitrat im Werk. Und durch die Weglassung von Düngen, von der Düngung, hast du einmal die Gefahr des Abwaschens viel geringer. Ja. 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 Die Qualität ist insofern ein bisschen nicht schlechter, sondern es hat insgesamt weniger Klebereiweiß. Klebereiweiß ist der Bestandteil im Mehl, der ein großes Volumen macht im Gebäck. Ja. Aber da ist sowieso mehr Geschmack, mehr Wert auf geschmacklich wie auf Volumen, ist mir das egal. Ja. Und komme damit sehr gut zurecht. Und warum soll ich für die Umwelt nicht das Beste rausholen? Und insofern nehme ich dieses Mehl. Ja, wunderbar. Das heißt auf gut Deutsch, es ist gesünder und es schmeckt besser. Es ist gesünder und es ist besser und für die Umwelt vor allem viel, viel besser. Also.